Ja, herzlich willkommen bei Psionpark Video, dem Smartphone-Kanal von JEPCOM Networks hier auf YouTube. Wir alle brauchen zwischendurch, alle nicht, aber so einige brauchen zwischendurch Rootzugriff auf ihrem Handy. Wir brauchen das zum Beispiel hier für unsere Screencasts, die wir machen. Oben im Bild vielleicht zu sehen, da brauchen wir halt Rootzugriff. Ohne die geht es halt nicht. Ich würde mir wünschen, das wäre auch ein bisschen anders möglich, geht aber nicht. So, das heißt, hier, ich halte es mal so, dass man das Licht jetzt nicht sieht, da brauchen wir direkten Rootzugriff. Es geht halt nicht anders. Um diesen Rootzugriff jetzt zu erlangen, wir haben jetzt hier, ich will das jetzt gleich nochmal eben zeigen, haben wir jetzt hier die, wie bereits in einem anderen Video schon gezeigte Version von Jelly Bean drauf. Ich halte das nochmal hier in die Kamera. Na, das spiegelt hier ein bisschen. So, da haben wir die Testversion von Samsung, die offizielle, drauf. Und da wollen wir jetzt Rootzugriff erlangen. Ich habe das ein oder andere Video schon mal gesehen bei YouTube. Oftmals vermissen wir aber eine halbwegs brauchbare deutsche Anleitung. Und vielleicht kann ich dem einen oder anderen helfen in dem Moment, wo ich die jetzt einfach hier abliefere. Natürlich mache ich auch nicht alles richtig, das vorhergesagt. Nobody is perfect und ich leider auch nicht. Demzufolge kann es schon mal sein, dass manche Sachen vielleicht nicht ganz richtig sind. In diesem Fall bitte ich einfach, mich zu korrigieren. Wir sind alles erwachsene Leute, wir können uns insofern unterhalten, dass man im respektvollen Umgang miteinander einfach ein paar Posts macht und sagt, hier, pass auf, hier hast du dich vertan, das stellt sich alles ganz anders dar. Durchaus möglich. Aber ich sag mal, in dem Rahmen werden wir das schon hinkriegen. So, wir wollen jetzt hier auf die Version XXLSJ einfach Rootzugriff erlangen. Dazu gehen wir folgendermaßen vor. Ich zeige das dann jetzt am Rechner nochmal, was wir brauchen. Und wir schalten dann gleich um. Es gibt noch andere Möglichkeiten, wo man mitunter Rootzugriff braucht. Der eine oder andere wird vielleicht schon mal festgestellt haben, er hat eine Weile sein Handy und oder Smartphone, okay. Und nach einer Weile funktioniert das nicht mehr so, wie man das ursprünglich mal hatte. Irgendwo hat man sich eine App draufgeladen und denkt, ach, doch wieder runter, hat aus Versehen was gelöscht, was man vielleicht nicht wollte und jetzt will man den eigentlichen Zustand wiederherstellen. Auch das ist möglich. Einfach, allerdings braucht man Rootzugriff und auch da ist es dann wieder erforderlich. Ich habe jetzt hier nochmal das aktuelle Smartphone. Ich schalte es jetzt nochmal eben aus. Das Gerät wird jetzt runtergefahren. So, wenn jetzt unten die kleinen Tasten auch ausgehen, dann haben wir es, dann ist es aus. Wie lange müssen wir noch warten? 2, 3, 4. So, das war's. Ich starte das jetzt nochmal, weil ich habe es bereits jetzt hier installiert. Mit der Lauter-Taste, der Menü-Taste und der Power-Taste. Da haben wir das Triangelzeichen da drin. Da kommen wir dann später drauf zurück zu sprechen. Das dauert einen Moment. So, und da haben wir das schon, das Menü. Das ist da das Programm, was wir installieren wollen. Und das bietet uns einige Möglichkeiten, die wir sonst nicht haben. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, wie hier kurz gezeigt, Backup and Restore, ein Backup zu machen von unserem System. Und es
nach Belieben wiederzuholen, wenn wir es dann für richtig halten. Und das ist eigentlich ganz praktisch. Hier wollen wir hin. Das Ganze nennt sich Filz Touch 3. Und in der Clockwork Mod Recovery Base Version 6.0.1.8. Schön gemacht. Es hat eine Weile gedauert, bis ich selbst drauf gekommen bin. Was wir dazu benötigen, sind diese drei Programme, beziehungsweise die jetzt eingeblendeten Sachen. Da haben wir einmal hier die Testversion von Jelly Bean. Hier haben wir einmal ein File, das müssen wir umbenennen in Update Zip. Und hier haben wir ein File, das ist das Filz Touch 3, die Clockwork Mod Recovery in der Version 6, direkt für diese Version ausgelegt. Um jetzt die Sache mit dem Routen hintereinander zu kriegen, benötigen wir einmal unser Odin, rufen das auf und schauen, dass hier der COM-Port aktiviert ist. Die Datei Filz CWM 6 Touch Recovery, die binden wir einmal in die PDA ein. Dann schalten wir einmal unser Handy ab, ausschalten. Das Gerät fährt dann runter. Wir starten das Gerät mit dem Power-Button, der Leise-Taste und der Menü-Taste. Wir sind jetzt im Download-Modus, bestätigen mit der Lauter-Taste hier links oben und dann erscheint bei unserem Odin dann auch hoffentlich hier die Bestätigung, dass COM3 aktiviert ist. Das heißt, Treiber sind drauf, COM-Schnittstelle kann angesprochen werden und was wir jetzt hier eingetragen haben im PDA, eben dieses Filz CWM 6 Touch Recovery, das installieren wir dann drauf und das geht dann mit Start. Wir starten das durch. Es geht relativ schnell. Oben ist der neue Kernel drauf. Hier unten links in der Ecke sehen wir, das war's schon. Wir brechen unser Odin wieder ab. Das heißt, wir schließen es. Unser Smartphone wird jetzt wieder neu gestartet. Das dauert einen kleinen Moment. Da ist es auch schon. So. Jetzt müssen wir einmal schauen. Ich habe jetzt hier schon zwischendurch tauchen dann schon mal Meldungen auf, die das Ganze hier wieder ein bisschen durcheinander bringen. Ich habe einmal hier diese Datei, Update-Zip. Wir machen das nochmal aus. Starten unser Smartphone nochmal neu. Allerdings diesmal im Recovery-Modus, das heißt Lauter-Taste, Power-Taste und Menü-Taste drücken. Ja, war es jetzt zu kurz? Ich fürchte schon fast ja. Ja, wir probieren es nochmal. Also Lauter-Taste, Menü-Taste und die Power-Taste.
gedrückt halten und warten auf der Dinge, die sich da tun. Warten wir, bis wir in den Recovery-Modus kommen. Da ist er. Das ist der Modus, den wir haben wollten. Und hier können wir dann über diese Version eine ZIP-Datei nachinstallieren. Und zwar schauen wir da mal auf unsere SD-Karte. Und das ist dann Apply SD Card Update ZIP. Die können wir dann draufladen. Ich hatte das ja schon gemacht, brauche ich hier dementsprechend nicht tun. Und mit der Installation dieses Files, ich gehe dem jetzt noch einmal eben nach, Install, drüber schadet ja im Prinzip nicht. Ihr seht, Installation aborted, okay. Choose ZIP from SD Card. Da suchen wir einmal nachgucken in AA-ROMs. Android Update ZIP. Install Update. So, hier sollte das funktionieren. Unser Handy ist in diesem Fall geroutet. Wir gehen zurück, rebooten unser System und das sollte es dann eigentlich auch schon gewesen sein. Hier haben wir jetzt das berühmte, hässliche, obwohl eigentlich ist es nicht hässlich, aber hier haben wir nochmal das Dreieck, was dann darauf hinweist, dass wir daran rumfiguriert haben. Das bekommen wir aber notfalls auch weg für denjenigen, der es dann nicht haben möchte. Weisen wir dann nochmal drauf hin. Wir warten jetzt, bis unser Smartphone wieder oben ist. Da ist es auch schon. So, das heißt, wir haben dadurch, dass ich es ja vorher auch schon mal hatte, hier nochmal einmal die SuperSU. Das heißt, unser Handy ist jetzt geroutet. Abgesehen von der Tatsache, dass es das vorher sowieso schon war. Ich sehe das dann dementsprechend hier dran, dass das hier jetzt hier funktioniert. So, das heißt, ihr habt jetzt die Fill drauf, da von dem Fill Touch bekommt ihr übrigens hier keinen Programmhinweis. Das ist einfach ein Recovery-Modus, zu dem hier kein Icon existiert. Euer Handy ist geroutet, ihr könnt in dem Fill Touch, könnt ihr dann dementsprechend eure Backups machen oder dementsprechend euer System wiederherstellen. Jetzt noch einmal kurz zu dem Triangelsystem. Das Triangelsystem, wir gucken jetzt einfach mal nach. Im Play Store, falsch geschrieben, Triangle Away. Da schauen wir nochmal nach. Hierbei will ich nochmal erwähnen, dass es lediglich für das GTI 9100 ist, nicht für das G oder andere Varianten, lediglich für das GTI 9100. So, wir öffnen die Datei, runtergeladen ist es. Wir erlauben Super-User-Rechte. Jetzt müssen wir halt bestätigen, dass es tatsächlich dieses Modell ist und kein anderes. Ansonsten macht ihr einen teuren Briefbeschwerer raus, das wollen wir nicht. Das ist aber genau das Gerät. Hier können wir es nochmal gucken, nochmal bestätigen. Eine Datei wird hier noch verlangt. Die ziehen wir dann gleich hinterher. Das dauert in der Regel auch nur einige Augenblicke. Wie ihr seht, geht das auch relativ flink. Da sind wir auch schon soweit. Okay. So.
Hier können wir jetzt den Reset, den Flash-Counter resetten. Schauen nach. Hier kriegen wir nochmal eine Warnung, dass es gefährlich sein kann und dass wir unser Handy so genannt bricken können. Mit anderen Worten vernichten. Das wollen wir aber nicht. Insofern ist das alles richtig, was wir hier machen. So, und hier dürfen wir jetzt nicht einen Fehler machen. Mit der Power-Taste dürfen wir hier nicht, es steht hier auch geschrieben, mit der Power-Taste dürfen wir jetzt nicht bestätigen. Das heißt, wenn wir jetzt dementsprechend resetten wollen, dann drücken wir die Lauter-Taste, das heißt die oben Volume ab, drücken das eben an. Jetzt startet das Smartphone neu und wir dann gleich sehen könnt, ohne dieses Dreieck. Das Dreieck ist also weg, der Counter ist resettet und unser Smartphone startet wie gewohnt ganz normal hoch. Zwischendurch gibt es da noch ein paar Geräusche. Da. USB-Speicher wird vorbereitet. Wir schauen hier nochmal rein. Hier haben wir das Programm Triangle Away, was wir eben aufgerufen hatten. So kann da eigentlich nichts passieren, wenn wir diesen Weg gehen. Rootzugriff ist da, Backups können wir machen, alles installiert. So wollten wir das haben. Wie das im Einzelnen mit dem Filz Backup funktioniert, können wir dann bestimmt in einem anderen Clip nochmal das auf Wunsch nochmal vorbereiten und darüber sprechen. Ja, das war's bis hierhin erstmal. Und man hört und stört sich. Ich freue mich auf nächstes Mal. Euer John. Tschüss.